Wir grüßen die Rümmel der Karnevalsgesellschaft mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Der Zeremonienmeister mit seinem Zauberstab hier vorne, die erste Person im Umzug. Anschließend tut sich hier der Fahnenträger und natürlich eine Kapelle, die hier für Stimmung sorgt. Ja, Anfang der Woche habe ich noch Angst gehabt, dass wir hier einen feuchten Tag erleben, aber es hat sich geändert und wir können alle glücklich und froh sein, hier so einen prima Wetter, so einen prima Umzug zu haben und natürlich so einen tollen Tag zu verleben. Wir grüßen die Rümmel der Karnevalsgesellschaft noch einmal mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Natürlich auch eine Kapelle, das Hitchener Jugendblasorchester, das hier auch schon über viele, viele Jahre von der Partie ist. Und hier auf dem Wagen sitzen sie, unsere diesjährigen Qualitäten. Ich möchte sie euch vorstellen, ihre Lieblichkeit, Denise die Erste und der Prinz Philipp der Erste, euch ein dreifach donnerndes Rümmel! 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 Auch haben wir ein Schülerprinzenpaar mit von der Partie. Es ist hier Tradition, auch die Kinder an unseren Karneval voranzuführen. Und seht die vielen, vielen Garden, die wir hier haben. Blau und gelb-schwarz, blau-rot und gelb-schwarz, die Vereinsfarben. Euch ein dreifach donnerndes Rümmel! 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 Das ist der Stolz der LKG, der hier vorbeimarschiert. Ja, wir sind stolz auf euch, Mädels. Sie haben auch schon tolle Tage und viel, viel Arbeit hinter sich. Das heißt nicht nur feiern, das heißt hier auch mit anpacken. Wir danken euch noch ein donnerndes Rümmel! Dann kommt er, der Komiteewagen, wo der Elferrat die zögerlich hier ins Publikum verteilt. Ich bitte die Eltern ein bisschen auf die Kinder aufzupassen, dass sie vor lauter Süßigkeiten die großen Räder des Traktors übersehen. Ansonsten uns viel Spaß und wir grüßen den Elferrat. Natürlich ist der Präsident der Karnevalsgesellschaft auch mit auf dem Hänger, Heiko Bartholomäus. Und wir grüßen euch mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Ja, mit Mann und Maus sind hier auch die Karnevalsgesellschaft im Umzug vertreten. Und ihr werdet sie alle wieder sehen, wenn wir dann nach dem Umzug vorne in unserer Halle, die wir selbst finanziert haben, auch natürlich einen richtig närrischen Nachmittag und Abend verleben. Noch einmal ein donnerndes Rümmel dem Elferrat hier auf dem Komiteewagen. Weiter geht es hier, wie das Thema dann schon heißt, mit Buddhas und Drachen lassen wir es krachen. Asiatisch geht es hier zu und als es geschah. Nein, hier sind sie, die Geschas, die frisch aus Asien eingeflogen sind. Und ich kann Ihnen sagen, Gesha ist einfach zu lang, es ist der CDSUR. Und wir grüßen die CDSUR, die auch dieses Jahr wieder ein tolles Umzugsbild hier gestaltet haben. Mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Sie sind alle irgendwie närrisch und Vereinsmitglieder und sie lassen sich jedes Jahr ein paar tolle Ideen einfallen und setzen diese um und sie lassen dabei
das Geld ganz schön walten, also sind nicht geizig. Ich weiß, was die Kostüme hier oder was hier investiert worden ist in die Kostüme. Ja, da kann man schon mal einen schönen Abend verleben. Also, wir danken euch für eure Kostüme, für euer Umzugsbild mit einem dannenden Rimmel. Ja, und wir sehen die Damen, die Geishas natürlich dann auch bei uns in den heiligen Hallen hinter dem Lidl, falls ihr nicht wissen solltet, wo wir Karneval erleben und feiern. Auch die Prinzengarde, der Elferratsnachwuchs steht hinten auf dem Wagen. Die Prinzengarde zu Römhild, auch ein Standbein des Karnevalsvereins hier bei uns in unserer Stadt. Sie erledigen viele Aufgaben, sind überall zur Stelle und wollen natürlich auch mal feiern. Aber es sind prima Jungs, die hier oben auf dem Hänger stehen und natürlich auch Karneval feiern. Wir haben eine weitere Gruppe, die Husaren, die natürlich auch alle Vereinsmitglieder sind und sich dieses Kostüm hier auch schneidern ließen. Und es hat auch eine tolle Menge Geld gekostet. Und manche sind auch ganz schön Zielscheibe, die hier, hoffe ich nicht gerade, manchmal zum Opfer fallen. Ah, die Husaren aus Römhild, die natürlich auch echte Karnevalisten sind. Wir grüßen euch mit einem dreifachen Rimmel! 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 Ja, und weiter geht es mit der nächsten Kapelle, die hier natürlich auch den Umzug schon über viele, viele Jahre bereichert. Das Jugendblasorchester aus Römhild, die immer zur Stelle sind, wenn wir sie brauchen. Und natürlich brauchen wir sie. Ihr seht es selber. Wir danken euch, dass ihr immer da seid. Und im Schlepptaus sind natürlich auch dem Motto gerecht noch ein paar Geishas, die hier sich natürlich dem asiatischen Motto auch verschrieben haben. Euch ein dreifach donnerndes Rimmel! 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 Tja, und hier kommen sie, das Wappentier aus Milz vorneweg. Die Störche sind hier im Anmarsch. Wir grüßen die Milzer mit einem dreifach donnernden Milz! 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 Sie haben auch tolle Prunksitzungen verlebt, auch viel Arbeit in ihre Abende hineingesteckt und haben natürlich auch ein Motto, wo anders ist auch nicht mehr. So hieß das Motto der diesjährigen Saison hier in Milz. Und wer die Tage erst Fernsehen geguckt hat, da waren sie natürlich auch drauf. Denn sie haben nur das eine Helau, das mit zwei L geschrieben wird. Wir grüßen die Milzer mit einem dreifach donnernden Milz! 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 Ihr seht, im Grafeld können wir alle gut Karneval und Fasching feiern. Natürlich sind wir alle Narren und es geht auch närrisch zu. Ich hoffe, den einen oder den anderen natürlich auch vorne im Vereinsheim der LKG wieder zu sehen. Natürlich kommt hier auch der Komiteewagen. Auch wenn ihr vor dem Komiteewagen den Schaum seht, das sind natürlich lang keine Schaumschläge, die da hier auf der Spur sind. Hier kommt der Elferrat aus Wils, der hier den Komiteewagen schmückt, der auch mit Konfetti und vielleicht auch was Süßes nicht geizen lässt. Also, der Präsident ist vorneweg, er sitzt auf den Komiteewagen Thorsten Göring, euch nochmal ein dreifach donnerndes Milz! 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 Gebt wieder auf die Kinder, dass die nicht unter die Rede geraten. Weiter geht es alles in Buddha. Hier sind sie, die Buddhas, die hier natürlich auch dem asiatischen Thema
gerecht hier im Umzau mit dabei sind. Schaut selbst, die Buddhas und Drachen lassen wir es krachen. Die, naja, das selbst die tollen Kostüme, die hier natürlich mit von der Partie sind. Euch ein donnerndes Rümmel! Mit von der Partie sind auch wieder die Themaraner, die hier auch schon für viele, viele Jahre gerne im Umzug mit dabei sind und natürlich auch hier musikalisch Stimmung machen. Anschließend tut sich die Hützener Karnevalsgesellschaft, der JKC, die hier Karneval feiern, aber schon viel früher. Sie feiern Lichtmesser am 2. Februar. Wir grüßen die Jüchsener mit einem dreifach donnernden Lichtmess! 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 Sie haben natürlich auch ein Prinzenpaar. Es sitzt hier oben drauf. Es ist Prinzessin N und Christian ist der Prinz. Euch ein donnerndes Lichtmess! Sie haben natürlich auch einen Präsidenten. Das ist Stefan Dressler und sie haben auch alles, was hier kreucht und fleucht, mitgebracht, die Garden. Und hier ist er, der Elferrat. Noch einmal ein dreifach donnerndes Lichtmess! 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 Sie haben dieses Jahr die 63. Saison gefeiert und auch tolle, bunte Abende gehabt und verlebt und immer volles Haus gehabt. Auch Sie kommen hier gerne über viele Jahre schon nach Römild. Wir Karnevalisten hier in Grafeld können halt gut miteinander. Der Hexenstab, Zylinderhut, die Lichtmess uns verzaubert tut. Das Motto der diesjährigen Saison. Und ein Lichtmess! Römild! Lichtmess! Ja, hier kommt jetzt eine kleine Pause, aber das nächste Umzugsbild ist natürlich weiterhin hier im Anmarsch. Wie ihr selbst sehen könnt, ist es natürlich dem Motto-Gericht auch nicht weit entfernt davon. Und ihr seht, könnt selber sehen, dass man vielleicht auch manches falsch verstehen könnte. Mit Drachen und mit Buddha kommt chinesisches Futter. Ja, so manches lässt sich auch anders reimen. Und hier sind sie natürlich mit von der Partie. Ihr seht selbst auch ein bisschen oder viel Freizeit hier in die Kostüme investiert. Und wir grüßen euch mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Grüß dich Gott. Hier sind sie. Ihr müsst selber schauen, was hier so alles gebastelt wird und in die asiatische Ecke hereinpasst. Sushi ist natürlich auch dabei. Reis und so manches exotische Gericht, was hier im Umzug verkörpert wird. Noch einmal ein donnerndes Rümmel! Weiter geht's, wir brauchen kein Drache, nur mit Buddha lasse mir es krache. Hier ist es wahrscheinlich unser Motto, das hier irgendwie falsch aufgefasst worden ist, weil hier im Grafel sagt man auch mal, lang mir mal die Buddha-Rü. Ja, und hier ist es so. Ihr seht selbst, Buddha kann natürlich auch Buddha sein. Hier könnt ihr noch sehen, welche Buddha es hier alles gibt.
die ist natürlich nicht aus Asien eingeflogen worden. Nein, die gibt es hier um der Ecke im Teegut Lidl oder Esender, je nachdem, Irisch oder die Kerrygold und. Ja, wir müssen unser Motto noch ein bisschen besser erklären. Euch ein dreifach goldenes Römi! 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 Ja, weiter geht es asiatisch und hier sind auch wieder Gerichte, die hier im Umzug mitlaufen. Gestern Abend haben sie schon einen Preis gewonnen für ihr Kostümbild und sie haben gestern Abend auch schon die Sau rausgelassen und so wird es wahrscheinlich heute Nachmittag auch weitergehen. Wir grüßen euch mit einem dreifach donnernden Römi! 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 Auch sie sind über viele, viele Jahre hier schon im Umzug mit vertreten und sie selbst lassen sich immer wieder etwas Tolles einfallen, damit sie hier im Umzug ein buntes Bild präsentieren können. Ja, weiter geht es mit dem Bärunger Karnevalsverein, dem BCV, die hier auch tolle Abende verlebt haben und eigentlich ein freies Wochenende genießen könnten, feiern aber mit uns hier zusammen Karneval in Römi. Hier seht ihr die Garde, den Pudding, den wir alle kennen. Und es sind alle tolle Stimmungsmacher. Wir grüßen mit einem dreifach Barringe! 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 Römi! Barringe! Oh! Oh! Pudding hat sie voll im Griff. Euch viel Spaß. Noch einmal Barringe! Römi! Barringe! Wir haben natürlich auch einen Komiteewagen und viele Umzugsgruppen hier im Umzug mit dabei, die so manchen Auftritt hier Römi und auch in Bärungen abends toll gemeistert haben. Der Komiteewagen aus Bärungen schließt sich an. Da ist natürlich der Elferrad drauf und auch noch unser Götz. Unser Bündner, unser ehemaliger Präsident der Bärunger ist hier auf dem Komiteewagen. Auch der jetzige ist hier, Enzo, ist mit auf dem Komiteewagen. Euch ein dreifach donnerndes Barringe! 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 Römi! Ja, hier ist Stimmung auf dem Komiteewagen. Gebt bitte Acht, dass ihr nicht unter die Räder kommt. Weiter geht es, hier geht es jetzt nicht asiatisch, sondern afrikanisch, so ihr seht selbst. Hier sind ein paar Tiere unterwegs, frisch aus der Savanne eingeflogen, die hier natürlich auch ein buntes Umzugsbild darstellen. Natürlich haben auch sie einen Safariwagen, um den sie sich bewegen und hier tollen Umzug verleben. Ich hoffe, euch gefällt der Umzug genauso gut wie mir hier oben. Ich kann es vielleicht ein bisschen besser sehen. Und wir grüßen euch mit einem dreifach donnernden Römi! 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 Frische Savanne mit Weißdorn. Ja, wir danken euch für eure Ideen,
Hier verstecken sich auch unter den Kostümen. Die sind hier auch schon viele, viele Jahre mit von der Partie und sind gerne hier im Umzug mit dabei. Wir grüßen euch mit einem donnernden Wild Rümmel! Wild! Ja, es ist die Rosels Truppe, die sich hier unter den Kostümen versteckt hat, wenn ihr sie noch nicht erkannt habt. Ihr habt natürlich eine gute Polsterung, ihr werdet nicht frieren und wenn ihr euch weiter so bewegt, werdet ihr gar schwitzen. Also wir sehen euch dann auch auf jeden Fall in unseren heiligen Hallen. Noch ein donnerndes Milz! Noch ein donnerndes Rümmel! Also bis dann, weiter geht es. Hier ist er, der Drachen, der hier sich durch und zwischen dem Publikum hindurchschlingelt. Ein asiatischer Drachen, wie es in Asien Brauch ist, und sie ziehen hier durch den Umzug und natürlich haben sie auch viel Zeit in ihre Kostüme investiert. Du sollst denn alles verraten hier. Also auch ein tolles Umzugsbild und wir grüßen euch mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Der asiatische Drachen, der sich hier durch den Umzug schlängelt. Es sind Geishas, auch Buddhas, kleine vertreten und natürlich Ninjas sind auch mit von der Partie. Ein chinesisches Feuerwerk spuckt gerade der Drachen, ihr seht es selbst, hier geht es heiß her. Euch noch viel Spaß hier im Umzug und erkältet mir den Kleinen nicht. Da vorne hier. Der muss am Montag wieder in die Schule. Also ein donnerndes Rümmel! So, weiter geht es hier. Närrisch im Grafeld. Anschließend tun sich hier die Heider und sie haben einen ganz einfachen Schlachtruf. Sie haben gespart. Wir begrüßen sie einfach mit einem dreifach donnernden Hi! 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 Wenn ich es richtig weiß, sind sie das fünfte Jahr hier beim Das sechste Jahr beim Karneval verleben und sie haben auch tolle Abende zelebriert, volle Abende und Häuser gehabt und natürlich ein tolles Programm gezeigt. Bei der Eröffnung im Herbst sind sie natürlich auch mit von der Partie und Karneval kann man in Haina genauso feiern wie in Rümmild, Wendhausen, Gleichenberg, Mils, Währung und. Noch einmal ein donnerndes Hi! 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 Ja, hier ist auch Mann und Maus vertreten und ein Umzugsbild, was in Haina auf der Bühne zu sehen war. Es waren die Schotten, sie haben ein englisches Thema dieses Jahr und deswegen kommen sie uns auch englisch, schottisch, britannisch her und haben hier auch einen tollen Umzug mitgestaltet. Wir grüßen noch einmal mit einem donnernden Hi! Rümmel! Hi! Euch noch viel Spaß im Umzug hier und der Elferrat ist natürlich auch vertreten mit seinem Präsidenten Eppler hier im Schlepptau der Schotten. Euch ein donnerndes Hi! Rümmel! Hi! Viel Spaß bis dann da draußen, ihr wisst. Weiter geht es. Die Hildburghäuser Goldberg Geister auch schon über viele, viele, viele Jahre hier im Umzug mit dabei. Sie haben einen futuristischen Drachen, aber es macht da nichts, wie der Drachen aussieht, modern oder alt. Hauptsache Spaß und hier im Umzug mit dabei.
Ihnen gefällt es, immer wieder hier dabei zu sein im Umzug. Und wir grüßen euch mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Weiter geht es, eine kleine Gruppe, die hier gleich unmittelbar im Anschluss mit dabei ist. Ein Fußvolk, das auch schon über viele, viele Jahre im Umzug hier auf derselben Technik begleitet und immer wieder viel, viel Spaß haben. Euch ein donnerndes Rümmel! 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 Es gibt verschiedene Arten von Drachen, ob die nun wirklich in Asien leben, glaube ich nicht. Ich glaube eher, das ist ein Drachen, der sich irgendwie in Deutschland heimisch fühlt, denn es ist der Hausdrachen, der hier mit von der Partie ist, der hier im Umzug mit gestaltet. Auch schon über viele, viele Jahre mit von der Partie. Es ist nicht egal, wenn du nach Hause kommst. Also merkt euch, wenn ihr nach Hause kommt und die Frau steht mit einem Besen da, fragt um Gottes Willen nicht, ob sie noch mal wegfliegen möchte. Also euch ein dreifach donnerndes Rümmel! 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 Auch diese Kapelle, die hier im Umzug mit dabei ist, macht mittlerweile auch schon über viele, viele Jahre hier die musikalische Begleitung. Diese Kapelle ist aus Bergach und ist schon auch schon, ich glaube, schon über 10 Jahre mit von der Partie. Kommt ihr hier. Ihr seht, das asiatische Thema drängelt sich durch den Umzug und auch hier geht es asiatisch weiter. Asiatisch geschminkt, asiatisch kostümiert. Hier sitzt er, der Kaiser. Sie haben sogar den Kaiser mitgebracht. Euch ein dreifach donnerndes Rümmel! 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 Und Sie haben gewusst, dass heute die Sonne scheint. Sie haben Ihre Schirmchen mit dabei. Wir grüßen euch und sehen euch auf jeden Fall dann noch einmal in den Hallen der LKG. Rümmel! So, jetzt kommen Sie, die nächsten Narren, die gleiche Berge. Vorneweg das Wappentier, hätte ich beinahe gesagt. Die Wappenfigur, der Stehklopfer vorneweg, hier. Ja, ich darf Stehklopfer sagen, auch wenn es der Kälte ist. Das macht ja nichts. Ne? Sie sind auch schon gerne und über viele Jahre mit hier dabei im Umzug. Und es geht heiß her, wenn Sie hier im Umzug auftauchen. Auch Sie haben schon viele Abende hinter sich gebracht. Wir haben dieselben Termine wie wir. Deswegen konnten wir dort nicht vorbeischauen. Aber nichtsdestotrotz, es war ein tolles Programm zu sehen, dass hier die Narren aus der Gleichbergstadt zelebrieren. Auch sie haben ihre Garde, sonstige Gruppen, die hier zum Karneval und närrisch sind, mitgebracht. Die Gardemädchen sehen selbst auch eine Augenweide und sonst war es immer ein LKW, der hier vorbeizog. Sie haben dieses Mal einen großen Schlepper. Bitte passt auf eure Kinder auf. Seht zu, dass sie nicht unter die Räder kommen, wenn sie nach den Süßigkeiten springen. Ein dreifach donnerndes Leigeberg! 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 Ja, es dreht sich alles hier und das Karussell ist natürlich auch dabei. Sonst fahren Sie ganz hinten, aber dem Motto gerecht sind Sie weiter vorne
Wir sind, wo wir sind, ist vorn. Auf dem Komiteewagen der Elferat und sonstige waren die hier beim Umzug und beim abendlichen Programm natürlich mit dabei sind. Die beiden Präsidenten sind natürlich auch auf dem Wagen vertreten. Der Wilfried Schumann und der Tino Grauslach, euch ein dreifach donnerndes Reigeberg! Wir grüßen zurück, lieber Jan. Danke für deine Ansage. Mit einem dreifach donnernden Römer! Hello! Leigeberg! Hello! Römer! Hello! Ich hab schon gedacht, du machst alles verkehrt, oder? Ja, sie parodieren mich ein bisschen, aber jeder hat die Art, seinen Schlachtruf loszuwerden. Also euch nochmal ein dreifach donnerndes Leigeberg! Leigeberg! Rinni! Ja, weiter geht es mit dem nächsten Umzugsbild. Natürlich auch asiatisch. Ihr müsst die Schilder selber lesen, was sie da so aufgeschrieben haben. Verkohlt, zerschrödert, wir ausgemergelt, wir schaffen das. Ja, eine Anspielung auf die Politik, wo nicht jeder mit zufrieden ist, dass es auch etwas anders laufen könnte. Aber dafür ist der Karneval da, um natürlich hier die verschiedenen Fotos zu zelebrieren. So, jetzt müsst ihr mal ein kleines bisschen langsamer laufen. Hier im Umzug sind viele, viele Leute mit dabei und sie kommen aus aller Herren Länder. Und wenn ihr hier, wie man sagt, das Maul auftut, seht ihr schon oder hört ihr schon, wo sie alle herkommen. Ich wünsche allen Römern dort einen schönen Fasching. Hello! Hello, nun machen wir ein schönes Schwäbisch hier. Wir quatschen mal richtig schön hier. Warum soll ich richtig schön quatschen? Kann ich quatschen, dann wird's nicht. So, habt ihr gehört? Auch aus Schwaben sind sie hier auch mit dabei und feiern den Umzug. Weiter geht es mit den nächsten Narren. Die Spendlich, die hier mit von der Partie sind, die hier auch Karneval feiern können. Egal, es, in Mönchhausen ist es ganz, ganz anders. Da haben nämlich die Frauen die Hosen an. Und euch ein dreifach donnerndes Spendlich! 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 Ja, sie feiern auch einen tollen Karneval, die Spendlich und die Damen, die hier ihre Männer bei Weitem übertreffen, haben das Sagen im Karnevalsverein. Und es sind die Elfen, die hier natürlich Karneval organisieren und feiern. Aber ohne die Männer geht es einfach nicht. Die haben sie auch hier im Schlepptau mit dabei. Euch noch einmal ein donnerndes Spendlich! Rimmel! Spendlich! Ja, die Mönchhäuser, Spendlich, Elfen und Karnevalisten, die natürlich auch Karneval feiern können. Hier kommt der nächste Umzugswagen. Sind auch schon viele Jahre mit dabei und lassen sich immer wieder auch was Tolles einfallen. So dieses Jahr auch. Die Träume, die Traumfabrik. Gleichberg Träume sind hier auf diesem Wagen zu sehen und gestalten den Umzug. Mitgetragen wird der Umzug vom Marmorsender hier in Römhild, der hier ein bisschen sponsert
und natürlich die tollen Ideen umsetzen konnten. Seychelles, sie haben ein Traumschloss hier auf den Komiteewagen zelebriert und natürlich auch die entsprechenden Sprüche dazu, die hier so manches regionale Thema tangieren. Weiter geht es mit einem Karnevalswagen aus Westenfeld. Die Westenfelder Narren sind hier. Westenfelder Karnevalsverein, wer es noch nicht gewusst habe, auch in Westenfeld gibt es Narren, die so wie das auf der Seite steht, WCV auch schon über viele Jahre hier im Umzug mit dabei sind. Und sie haben gesagt, wir sparen heute einmal etwas Diesel, wir stellen unser Feuerwehrauto hinten auf den Hänger. Also, das war der Westenfelder Umzugswagen vom WCV. Euch ein donnerndes Westenfeld! 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 Und das war der Umzug, der hier durch unsere Stadt gezogen ist. Wir hatten ein tolles Wetter hier in unserer Stadt gehabt. Ihr habt natürlich euren Teil dazu beigetragen, dass wir hier einen tollen Umzug verleben konnten. Und wer jetzt hat, jetzt richtig Lust hat, jetzt richtig närrisch zu feiern, kommt ins Vereinsheim der LKG. Da ist noch Musik, da gibt es zu essen und zu trinken. Und ihr könnt euren Nachbarn oder euren unbekannten, kostümierten Freund aus der Nachbarschaft einen ausgeben und könnt närrisch feiern. Denn am Mittwoch ist alles vorbei, dann ist rum mit Karneval. Aber erstmal feiern wir noch. Morgen ist noch einmal ein Kostümball, der Rosenmontagsball, wo ihr natürlich auch alle gern gesehen werdet. Ich verabschiede mich noch einmal mit einem dreifach donnernden Rümmel! 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 Und hoffe, den einen oder anderen hier draußen in unseren heiligen Hallen zu sehen oder nächstes Jahr wieder hier beim Umzug mit uns, mit euch in unserer Grafeld-Metropole hier in Rümmel. Danke, dass ihr alles mitgemacht habt und jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen Acht geben, dass hier bei dem Verkehr keiner unter die Räder kommt. Bitte gebt ein bisschen Acht und denkt dran, gegenseitige Rücksichtnahme, so kommt man immer weiter. Also dann bis gleich im Vereinsheim.